Hallo und herzlich willkommen zum Webseminar Die elektronische Patientenakte in CGM Albis. Mein Name ist Ralf Janssen und ich werde Sie hier durchs Webinar führen. Kommen wir zum ersten Mal. Was ist die elektronische Patientenakte? Die elektronische Patientenakte wird das zentrale Element der vernetzten Gesundheitsversorgung werden oder soll es werden. Und seit Januar diesen Jahres können die Krankenkassen ihren Versicherten eine entsprechende EPA anbieten. So steht das im entsprechenden Termin- und Versorgungsgesetz. Und in der EPA können die Informationen wie Befunde, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte und Impfungen zum Beispiel gespeichert werden in Zukunft. Somit ist eine fall- und einrichtungsübergreifende Dokumentation möglich. Die EPA unterstützt auch hier den Notfalldatensatz und den elektronischen Medikationsplan. Diese Daten können Sie im Albis ja auch schon entsprechend hinterlegen und auch zum Beispiel auf der EGK speichern. Die EPA ersetzt nicht die Kommunikation zwischen den Ärzten oder Einrichtungen. Das bleibt alles weiterhin bestehen. Hier ist nur ein weiterer Datenpool, in dem Daten zum Patienten entsprechend hinterlegt werden können. Die Akte ist für jeden Patienten freiwillig. Der Patient muss sich bei seiner Krankenkasse melden und sagen, liebe Krankenkasse, ich hätte gerne eine entsprechende elektronische Patientenakte. Und die Krankenkasse stellt das dann dementsprechend dem Patienten zur Verfügung. Die EPA soll als lebenslange Informationsquelle dienen und in Zukunft den schnellen und sicheren Austausch der Daten ermöglichen, sodass man dann auch jahrelang noch rückblickend auf entsprechende Befundungen oder Dokumentationen von anderen Ärzten zurückgreifen kann. Sie als Arzt veranlassen die Datenübertragung, wenn der Patient es will, also wenn er eine Akte hat und sagt, ich möchte, dass Sie jetzt meinen Befundbericht, den Sie an den Kollegen schicken, auch in die EPA hochladen, in meine EPA hochladen, dann sind Sie hierzu auch entsprechend verpflichtet. Die Daten, die Sie versenden, sind nur Kopien. Ja? Also Sie sind weiterhin gehalten, die Dokumente entsprechend revisionssicher in Ihrem Albis oder Praxisarchiv oder Ähnlichem entsprechend auch zu hinterlegen. Also Sie schicken nur Kopien Ihres Berichtes an die EPA, in die EPA. Die Dokumentationspflicht, wie gesagt, bleibt entsprechend unberührt. Das müssen Sie weiterhin soweit tun. Der Arzt stößt, also Sie stoßen diesen Prozess bewusst ein. Es laufen hier keine Hintergrundaktionen, die automatisch Daten hochladen. Dementsprechend werden die Daten auch ohne Ihres Wissens niemals in die Akte übertragen. Aktuell gibt es drei Betreiber von Patientenakten, die entsprechend herstellen oder anbieten, wo sich die Krankenkassen dann entsprechend drauf oder einmieten können. Und auch diese können natürlich nicht auf die Daten zugreifen. Auch die Krankenkassen vom Patienten können nicht den Inhalt der EPA sehen. Das ist nur dem Patienten überlassen. Der darf immer alles sehen. Und Ärzte, die der Patient berechtigt hat, in die elektronische Patientenakte zu schauen, die dürfen natürlich auch hineinschauen. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Patient kann alleine einsehen und Inhalte auch entsprechend füllen. Das heißt, er kann mit seiner Handy-App, die es für die EPA von den entsprechenden Krankenkassen gibt, Daten einsehen, Daten hinzufügen, aber er kann auch Daten löschen. Der Patient entscheidet, wer auf seine Akte zugreifen darf. Das heißt, er kann Ihnen als Arztpraxis einen temporären Zugriff geben für einen gewissen Zeitraum und diesem Zeitraum können Sie auch immer auf die Akte zugreifen. Da muss der Patient nicht explizit in der Praxis sein. Und nochmal ein Hinweis, da die EPA in der Hoheit des Patienten liegt, kann man als Arzt nicht prinzipiell von einer medizinisch vollständigen Akte ausgehen. Aber das ist heute, glaube ich, genauso. Wenn der Patient mit gewissen Akten als in Papierform jetzt kommt, weiß man auch aktuell nicht, sind das alle Daten oder hat er mir eventuell irgendwelche Befundberichte unterschlagen, weil die vielleicht im Sinne des Patienten nicht so gut waren. Aber ein entscheidender Vorteil ist, der Patient kann keine Dokumente mehr vergessen, weil sie sind ja in seiner EPA dann enthalten in Zukunft. Wichtig zu wissen ist, Sie müssen oder Ärzte und Psychotherapeuten müssen alle Komponenten vorhalten, um die Daten in die elektronische Patientenakte zu übertragen oder entsprechend auch auslesen zu können. Und das mussten Sie bis zum 1. Juli 2021 auch gegenüber Ihrer zuständigen KV ausweisen können, da sonst eine Kürzung der Vergütung um 1% gedroht hat oder droht. In der entsprechenden Abrechnungsdatei wird übermittelt, ob Sie die Funktionalitäten der EPA entsprechend haben.
Das ist dann zum Ende des Quartals noch ein bisschen entschärft worden. Deshalb habe ich das hier nochmal mit hineingebracht. Sie müssen auf jeden Fall diese Komponenten bestellt haben bis zum 1.7. Das haben auch, denke ich, die meisten Praxen soweit getan. Und wenn es da hier zu entsprechenden Anfragen kommt, können Sie aufgrund der Bestellung schon nachweisen, dass Sie das bestellt haben. Das reicht dann aus, um nicht in die Sanktionsfälle zu fallen. Zu diesen Komponenten, die Sie brauchen für die EPA, ist auf jeden Fall ein elektronischer Heilberufeausweis. Den müssen Sie grundsätzlich haben, sofern Sie sich in der TI bewegen. Die sind jetzt auch in allen KV-Gebieten entsprechend verfügbar. Sie bekommen ein Upgrade des Telematik-Infrastruktur-Connectors, den Sie jetzt entsprechend haben. Das heißt, nur wenn Sie im TI-System sind, können Sie auch auf die EPA zugreifen. Dann bekommen Sie von uns ein Update. Das haben wir auch schon ausgeliefert. Im letzten Quartal haben wir es online bereitgestellt für die, die das schon vorher haben wollten. Ansonsten bekommen Sie das reguläre Quartalsupdate voraussichtlich online nächste Woche und den DVD-Versand dann Ende nächster Woche. Da sind dann auch alle Komponenten dann entsprechend zur EPA drin. Den HBA müssen Sie auch bestellt haben. Das ist dann hier auch entsprechend wichtig, um jetzt keine finanziellen Einbußen zu erleiden. Das Connector-Upgrade ist aktuell in der Zertifizierung bei der Gematik. Das sollte im Laufe dieses Monats auch alles entsprechend zugelassen werden durch die Gematik und dann wird das dann auch zeitnah auf Ihrem Connector bereitgestellt. Die Installation auf dem Connector müssen Sie wie beim letzten Mal auch für das Notfalldatenmanagement dann entsprechend selber durchführen oder die Durchführung veranlassen. Das geht zum Beispiel über das COCO Service Tool, was Sie aus dem Albis heraus aufrufen können. Das sind eigentlich dann die Verfahren, die man beim letzten Mal auch schon soweit hatte. So, jetzt kommen wir mal zu den Inhalten. Was kann denn die EPA, wenn wir jetzt in Zukunft damit loslegen können? Die EPA ist in verschiedene Schritte aufgeteilt. Das sind also mindestens 3 Stufen jetzt, die jetzt uns bevorstehen. Und im ersten Moment kann ich hier Arztbriefe, also die Word-Briefe, die Sie erstellen, können Sie in die EPA hochladen. Wenn Sie die E-Arztbrieffunktion nutzen, also die Briefe elektronisch erstellen und versenden, die können auch hochgeladen werden. Daten, die Sie auf die EGK geschrieben haben, bezüglich des Notfalldatenmanagements, die können auch hochgeladen werden. Elektronische Medikationspläne können hochgeladen werden und Dokumente, die Sie im Praxisarchiv hinterlegt haben, können Sie auch in die EPA hochladen. Das war es erstmal im Vorab zu den Vorinformationen zur Akte. Jetzt wollen wir mal in die EPA live springen, beziehungsweise in die Funktionalitäten. Ich fange jetzt erstmal als erstes damit an. Wenn Sie das Update eingespielt haben, sollten Sie gewisse Funktionen kontrollieren, weil wir für die Daten, die wir in die EPA hochladen, gewisse Hintergrundinformationen mit bereitstellen müssen. Und wir haben versucht, alle Daten, die Sie bislang oder die wichtigsten Daten entsprechend so vorzubereiten, dass Sie eigentlich nichts mehr machen müssen. Aber Sie sollten auf jeden Fall kontrollieren, dass das wirklich von uns auch sauber gemacht wurde und nicht, dass bei Ihnen irgendwelche Besonderheiten vorliegen. Als erstes gehen Sie in den Bereich der Stammdaten, Praxisdaten. Hier haben Sie Ihre Betriebsstätten drin und hier können Sie in die Hauptbetriebsstättenverwaltung gehen. Und hier oben gibt es einen neuen Punkt, das heißt hier Betriebsstättentyp. Oder wir gehen davon aus, dass Arztpraxis auf jeden Fall richtig sein sollte. Falls es bei Ihnen nicht der Fall ist, können Sie hier auf Ändern gehen und aus dieser entsprechenden Liste was anderes auswählen, um das dann hier entsprechend zu hinterlegen. Das machen Sie dann für die entsprechenden Betriebsstätten, sofern Sie mehr als eine haben. Dann gehen Sie bitte in den Bereich der Arztdatenverwaltung. Hier sind alle Ärzte Ihrer Betriebsstätte entsprechend hinterlegt, wählen den ersten Arzt an, gehen hier auf Ändern. Sie sehen neu, gibt es hier Kontaktdaten. Sie können, wenn Sie möchten, Mobilfunknummern, Telefonnummern hier mit hinterlegen, die entsprechend zu einem Dokument, welches Sie dann in die EPA hochladen, als Dokumenteninformationen mit hinterlegt werden. Das sind keine Pflichtfelder, das kann man tun. Dann gibt es hier den Punkt Erfassungseigenschaften bearbeiten. Da müssen Sie bitte einmal reingehen und kontrollieren, da geht man hier auch einmal auf Ändern, ob wir hier Ihre Rolle innerhalb der EPA, gibt es verschiedene Rollen, ob wir hier Ihre Spezifikation genau getroffen haben. Weil wir haben gesagt, alle unsere
also alle unsere Anwender sind entsprechende Behandler, die hier entsprechend dann den Patienten behandeln. Hier gibt es aber auch durchaus andere Möglichkeiten, zum Beispiel den Hausarzt. Der kann auch sagen, hier, ich bin Hausarzt. Das können wir aufgrund der Datenlage nicht 100% vordefinieren. Deshalb können Sie reingehen und das dann entsprechend umändern, wenn es Ihre Rolle ist, dass Sie dann Hausarzt sind als Beschreibung. Das ist dann wieder eine Information, dass dann andere Ärzte wissen, das Dokument wurde vom Hausarzt entsprechend erstellt. Wenn Sie das eingetragen haben, gehen Sie hier auf Übernehmen und OK und hier auch wieder auf Übernehmen und wählen dann den nächsten Arzt an in Ihrer Praxis und führen dann diese Informationen soweit vor und kontrollieren das. In der Regel sollte es hoffentlich passen, ansonsten können Sie das hier entsprechend ändern. Und somit sind eigentlich die Haupteinstellungen vorgenommen und Sie können fast loslegen. Grundsätzlich gibt es Zugriffsrechte für die EPA, die wir innerhalb von Albis erstmal Ihnen als Praxisinhaber oder dem Praxisinhaber vorbehalten. Und zwar müssen Sie einmal auf Stammdaten gehen in die Benutzerverwaltung und hier in den Punkt Benutzerverwaltung. Hier geben Sie Ihr entsprechendes Administratoren-Kennwort ein. Wenn Sie häufiger in der Benutzerverwaltung sind, haben Sie sich mit Sicherheit ein eigenes Administratoren-Kennwort angelegt. Sofern Sie keins haben oder Ihr Administratoren-Kennwort vergessen wurde, können Sie auch bei der Hotline anrufen. Die können dann mit Ihnen da einmal rein und man kann dann das ganze Passwort zurücksetzen und dann können Sie sich ein neues Kennwort entsprechend hier vergeben, damit man dann in Zukunft hier auch wieder alleine rein kann. Was müssen wir hier in der Benutzerverwaltung machen? Ich wähle den entsprechenden Benutzer an. In der Regel hat man wahrscheinlich mehrere, nicht nur einen Benutzer. Gehe dann hier auf Ändern. Und hier gibt es neue Rechte, und zwar die Rechte der EPA. Aus Datenschutzgründen sind alle Rechte erstmal deaktiviert. Das heißt, alle Häkchen sind im Auslieferungszustand so dargestellt. Und Sie müssen jetzt den einzelnen Benutzern, die auch Zugriff auf die EPA haben dürfen, die Rechte erteilen. Das Recht Zugriffsverwaltung bedeutet, dass ich als Benutzer dann auch, als wenn ich mich in Albis dann mit dem Benutzer einlogge, entsprechend die Zugriffsverwaltung mit dem Patienten zusammen durchführen darf. Wie das genau geht, komme ich nachher dazu. Ob ich die EPA öffnen darf und ob ich Daten an die EPA übermitteln darf. Das sind hier entsprechende Rechte, die ich habe. Und es gibt noch ein Aktionsprotokoll, wo ich dann einsehen kann, was ich im Großen und Ganzen mit der EPA gemacht habe an Aktionen. Das sind so die Rechte, die man hier vergeben muss oder kann für die Benutzer, die auch hier mit der elektronischen Patientenakte in ihrer Praxis arbeiten dürfen. Dann bestätigen Sie das entsprechend mit Übernehmen und führen das für weitere Benutzer entsprechend durch, die auch Zugriff auf die EPA haben sollen. Somit sind die Voreinstellungen getroffen und man kann dann unter Optionen Nachrichtenkommunikation in den entsprechenden Menüpunkt Konfiguration EPA wechseln. Das ist nochmal ein weiterer Konfigurationspunkt. Hier ist der Schalter EPA verwenden dann zu setzen und dann sind eigentlich alle Sachen erledigt, die Sie brauchen, um mit der EPA arbeiten zu können. Wir haben den Schalter bewusst erstmal nicht gesetzt, damit man die Daten im Vorfeld kontrollieren kann, um da nicht aus Versehen schon einem in der Praxis die Möglichkeit zu geben, in die EPA zu gehen, ohne dass er alle Daten kontrolliert hat. Also hier diesen Schalter bitte dann auch noch setzen unter Optionen, Nachrichten, Kommunikation, Konfiguration, EPA. Die Daten hier unten brauchen Sie nicht ändern. Die sollten in der Regel korrekt sein. Bitte führen Sie hier Änderungen nur durch, nach Rücksprache mit Ihrem Vertriebs- und Servicepartner, dass man hier nicht aus Versehen Einstellungen komplett überschreibt. Es gibt hier noch den Punkt Benachrichtigungen. Sie bekommen im Zuge der Dokumenten hochladen oder runterladen entsprechende Informationen angezeigt, dass das auch angekommen ist oder als Bestätigung entsprechend. Und da gibt es hier verschiedene Meldungen, die Sie auch deaktivieren können, falls Ihnen das dann, falls Sie diese Information zum Beispiel nicht interessiert. Ja, wenn ich jetzt das erste hier nehme, neue EPA-Dokumente verfügbar, bedeutet, Sie haben Zugriffsrechte auf die EPA, Sie öffnen den Patienten und dann geht ein kleines Fenster auf. Achtung, es gibt neue Dokumente in der elektronischen Patientenakte. Und wenn Sie sagen, diese Meldung möchte ich gar nicht sehen, dann können Sie hier auch diesen Schalter hier entsprechend rausnehmen und dann ist das deaktiviert. Und hier gibt es dann verschiedene Informationen, die man hier an- und abwählen kann. Unter Allgemein gibt es noch Hinweise zum Dokumentenimport, das heißt Dokumente, die Sie herunterladen
bekommen erstmal immer einen Hinweis, einen Sicherheitshinweis. Achtung, Sie laden jetzt hier ein Dokument runter. Bitte seien Sie vorsichtig und vergewissern sich, dass der Inhalt jetzt auch virenfrei ist. Sollte in der Gematik eigentlich auch, weil es ein sicheres System immer so ist, immer so sein, aber der Hinweis ist hier eben immer von uns zu geben. Und wenn man jetzt jeden Tag da 10, 20 Dokumente herunterlädt, möchte man vielleicht dieses Fenster nicht mehr sehen. Deshalb gibt es auch hier diese Sicherheitshinweisfunktion, dass man sie ausschalten kann. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, Download generischer Dokumententypen. Das bedeutet, es gibt Dokumente, die sind wie zum Beispiel ein E-Arztbrief oder ein Notfalldatensatz, der ist komplett schon digitalisiert. Da sind alle, liegen alle Daten strukturiert vor. Das ist dann ein normales Dokument und ein generisches Dokument wäre ein PDF-Dokument, wo es keine speziellen Informationen gibt, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier vielleicht Gefahr droht durch ein Dokument, höher ist. Deshalb haben wir jetzt nochmal als separaten Punkt gesetzt, sodass Sie diese Dokumente eventuell nicht herunterladen können, wenn Sie das möchten. Aber ich denke mal, in den Grundeinstellungen braucht man hier erstmal nicht rein und man kann das Stück für Stück dann, wenn man mit der EPA arbeitet, dann vielleicht auch weiter aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie eine Einstellung vorgenommen haben, die gilt dann für alle Arbeitsplätze. Und wenn Sie einmal Albis dann neu gestartet haben, wird dann dieses entsprechend auch genutzt. So, jetzt haben wir die Voreinstellung gemacht. Das machen wir einmal und dann ist das alles erledigt, auch nur an einem Arbeitsplatz. Dann reicht das. Wenn Sie dann einen Patienten haben, der in die Praxis kommt und sagt, ich habe eine elektronische Patientenakte und ich möchte, dass Sie jetzt hier auch mit meinen, also meine Daten in die Akte übertragen, dann müssen Sie erstmal Albis mit der Akte verbinden. Dafür gibt es hier neue Symbole, die man sich einblenden kann. Wenn man jetzt hier über Ansicht geht, Funktionsleiste, Anpassen, gibt es hier das Element Patient. Und hier gibt es dann auf der linken Seite, ziemlich weit unten, die beiden neuen Punkte EPA-Zugriffsverwaltung und EPA-Öffnen. Die sind bei mir schon hier in den aktuellen Schaltflächen. Die würden sich sonst hier verbergen. Und die kann man hier per Drag and Drop entsprechend hinzufügen und auch mit der Position entsprechend über hoch und runter an die Stelle packen, wo man das gerne hätte. Und man sieht dann hier, die beiden neuen Symbole sind dann da. Das Ganze geht auch über das Menü Patient, EGK-Patienteninformationen. Hier sind auch die Informationen zur elektronischen Patientenakte, die man hier auch entsprechend öffnen kann. Also Sie können das über Menüpunkt oder die entsprechende Toolbar machen. So, der Patient sagt, ich habe eine Akte. Jetzt müssen Sie Albis erstmal verknüpfen. In der Regel ist bei Ihnen hier dieses Symbol rot, weil Sie noch keine Verknüpfung haben. Bei mir, weil dieser Patient schon eine Akte hat, mit der ich gespielt habe, ist das schon grün, weil ich hier eine entsprechende Verknüpfung habe. Es kommt dann der berühmte Arztwahldialog und dann kommen Sie hier in die EPA-Zugriffsverwaltung. Hier oben, der erste Punkt ist die Verbindung zur EPA. Hier müssen Sie einmal auf EPA-Status prüfen gehen. Dann nehmen wir die versicherten Daten des Patienten. Die werden dann über den Connector entsprechend weitergeleitet und wir gucken, hat dieser Patient eine elektronische Patientenakte? Und dann verknüpfen wir die Akte mit Albis. Das muss man nur einmal pro Patient tun. Danach ist dieser Vorgang abgeschlossen. Für diesen Vorgang muss auch keine EGK gesteckt sein oder ähnliches, weil die Daten haben Sie ja schon entsprechend vorliegen. Hier ist dann die entsprechende Versichertennummer, die da sein muss. Und die anderen Daten hat der Patient ja vom Einlesen der Chipkarte vorher schon mal gehabt. Und somit ist die Verknüpfung dann entsprechend erfolgreich, wenn der Text hier grün erscheint. Der Patient hat für die Zugriffsverwaltung zwei Möglichkeiten. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, der Patient hat eine App, mit der er auf seine EPA zugreifen kann. In dieser App kann er auch Sie als Praxis im Vorfeld schon berechtigen, auf seine Daten zuzugreifen. Das macht er dann in der App und wenn er das getan hat, ist dieser untere Bereich schon vorausgefüllt, so wie es jetzt bei mir hier steht, dass Sie Zugriff auf gewisse Daten haben und Sie sehen hier unten auch im Grün wieder, dass Sie jetzt bis zum 23.09. Zugriff auf die elektronische Patientenakte haben. Für diesen Zeitraum muss der Patient weder anwesend sein, noch irgendwelche Karten von dem Patienten gesteckt sein. Sie können dann jederzeit auf die Akte zugreifen, Daten herunterladen aus der Akte oder auch Daten in die Akte hochschieben. Wenn der Patient Ihnen aber über die App keine Berechtigung gegeben hat, weil er zum Beispiel auch gar keine App hat,
Dann besteht die Möglichkeit, dass Sie mit dem Patienten dann entsprechend besprechen, ja, auf was darf ich denn zugreifen? Auf Arztdaten, also Daten, die andere Ärzte bereitgestellt haben, auf Patientendaten, also Daten, die der Patient reingestellt hat, zum Beispiel seine Wunddokumentationen, oder auf Daten, die die Krankenkassen bereitgestellt haben. Und für wie lange ich das, der Patient ist entsprechend gewährt. Der Default ist hier 7 Tage, das ist soweit vorgegeben. Ich kann hier aber auch eine andere Zahl entsprechend eingeben, wenn ich das möchte. Oder der maximale Zugriff ist im Moment 18 Monate. Das wäre dann die Maximalzugriffszeit, die jetzt hier möglich ist. Und wenn man das dann mit dem Patienten entsprechend abgeklärt hat, dann geht man auf Zugriff gewähren und dann fängt das Kartenterminal an zu rauschen. Dafür muss jetzt die EGK gesteckt sein, also die sollte man dann entsprechend vorher stecken. Und ich habe das mal aufgezeichnet, wie das dann für den Patienten aussehen würde. Ja, das ist jetzt das Kartenterminal, die EGK des Patienten steckt. Ich bin jetzt mit dem Patienten die Einstellung durchgegangen. Der Patient guckt natürlich nicht auf meinem Bildschirm. Der sieht jetzt die Informationen, die ich vorher eingegeben habe, jetzt hier auf dem Kartenterminal. Ich gehe jetzt mal hier auf, ich spiele das mal ab. Jetzt kommt hier die Information, es folgen 3 Anzeigen, die der Patient mit OK bestätigen muss. Als erstes kommt jetzt die Berechtigung für Dr. Med. Justus Albes. Gibt der Patient jetzt frei, da sagt er jetzt OK. Dann kommt nochmal der Hinweis, auf welche Akte jetzt zugegriffen werden soll, nämlich auf die von der Lena Martina Petra Kana. Da sagt er jetzt auch wieder okay. Und jetzt kommt hier das Ende der Berechtigung ist der 19.05. Und ich habe dann Zugriff auf die Versicherten Daten, die medizinischen Daten, da ist ein Haken drin und die Kassendaten, hier ist auch ein Kreuz drin. Und wenn er sagt, ja, das ist alles genau so, wie es vorher besprochen war, dann drückt er wieder okay. Und jetzt muss er seine entsprechende PIN-Nummer eingeben, die er dann von der Krankenkasse erhalten hat. Und wenn er die dann entsprechend eingegeben hat, dann ist das Ganze auch entsprechend erfolgreich abgeschlossen. Und hier steht dann, dass dann der neue Zeitraum entsprechend hier erteilt wurde. Ich gehe jetzt hier mal auf Schließen. Und jetzt habe ich meine Berechtigung und der Patient oder dieses Symbol ist dann jetzt auf grün gesprungen. Das Symbol kann auch gelb sein. Gelb ist dann, haben wir als Farbe genommen, wenn Sie weniger als 7 Tage Zugriff haben, dass man dann mit dem Patienten eventuell nochmal sprechen kann, ob man die entsprechende Verlängerung verlängern kann. Sie haben jetzt im Moment maximal 18 Monate Zugriffsberechtigung. Wenn die Berechtigung dann abläuft, dann ist sie weg. Deshalb sollten Sie zwischendurch, wenn der Patient dann wieder in die Praxis kommt, eventuell prüfen, wie lange ist denn die Berechtigung noch gültig und mit dem Patienten dann sprechen, ob man die dann aktiv verlängern sollte. Das Ganze ist auch nur für dieses Jahr noch so. In der EPA 2.0, da hat man schon jetzt aus dem Feldtest, denke ich mal, gelernt, die dann im Anfang 2022, also im halben Jahr kommt, da gibt es dann eine weitere Berechtigung, die heißt dann unbegrenzt. Dann kann man mit dem Patienten auch klären, ist gerade für Hausärzte mit Sicherheit der wichtigere Punkt, dass man dem unbegrenzten Zugriff gibt. Dann muss man da nicht jedes Mal wieder hinterherlaufen. Das sind so die Berechtigungen, die kann man immer wieder ändern. Das kann natürlich auch sein, dass der Patient dann irgendwann in seiner App sagt, ich entziehe die Berechtigung wieder, dann wird das Symbol irgendwann mal rot, beziehungsweise in die Praxis kommt und sagt, ich möchte gar nicht mehr, dass Sie so lange Berechtigung haben, bitte reduzieren Sie das, dann steckt man wieder die Karte rein und kann den ganzen Vorgang nochmal machen mit dem neuen Zeitraum. Also das ist alles soweit möglich und jetzt möchte ich Daten in die EPA hochladen. Es ist so, dass Sie nur Dokumente in die EPA hochladen können, das heißt, einen Befundeintrag kann ich hier markieren, aber ich kann ihn nicht mit rechter Maustaste in die EPA übertragen. Das geht nicht. Es geht nur mit Dokumenten. Wenn ich jetzt einen Arztbrief habe, so wie jetzt hier diesen Brief, den ich an Herrn Dr. Schimanski geschickt habe, kann ich den mit der rechten Maustaste anwählen. Dann habe ich hier an EPA übertragen. Da klicke ich drauf. Jetzt konvertieren wir dieses Dokument. Das ist ja ein Word-Dokument, zu einem PDF, damit es dann auch unveränderbar in der entsprechenden Akte steht. Und dann kommt nochmal die Arztwahl, wer das ganze Dokument hochlädt. Ich nehme jetzt hier mal den Herrn Renus. Und jetzt bekommen Sie noch 2 Dialoge, wo nochmal die zusätzlichen Angaben zu dem Dokument
geprüft und eventuell ergänzt werden müssen. Wir haben die Angaben zum Dokumentenautor, also der, der das Dokument ursprünglich erstellt hat. Da haben wir, nehmen wir den Arzt, den Sie hier als Karteikarteneintrag vorne haben, den Justus Albis bei mir. Der hat das Dokument erstellt. Hier kommt die Fachrichtung und die Rolle, die wir aus den Stammdaten haben, entsprechend zum Tragen. Man sieht, ich habe ja vorhin die Rolle auf Hausarzt umgestellt, deshalb steht das hier. Ich hatte keine Telefonnummer, deshalb ist die Telefonnummer hier entsprechend auch leer. Ist auch kein Pflichtfeld. Dann gibt es hier Angaben zum Dokumententyp. Da wir wissen, dass das ein Arztbrief ist, haben wir hier Arztberichte ausgewählt. Sie können aber auch hier nochmal andere Informationen reinsetzen, wenn Sie das möchten. Ist natürlich hilfreich, wenn es andere Fachinformationen sind, die dann in der Akte nachher stehen, weil danach kann man suchen und man kann natürlich seinen Kollegen und sich selber dann auch einen Gefallen tun, wenn man das dann entsprechend korrekt ausfüllt. Die anderen Daten kann man hier entsprechend nochmal prüfen und anpassen, aber wir hoffen mal, dass wir hier die sauberen Informationen soweit für Sie vorbereitet haben, sodass Sie in der Regel eigentlich immer nur auf Weitergehen müssen. Und dann kommen nochmal weitere Informationen. Man kann sich hier das Dokument in der Seitenvorschau nochmal anschauen. Der Dokumententitel, den kann ich erfassen. Wir nehmen hier als Dokumententitel das, was Sie hier in die Karteikarte geschrieben haben. Wenn Sie sagen, das ist nicht ganz so das, was ich haben will, dann kann man hier natürlich das immer ändern. Ja, und können dann hier entsprechend einen Text eingeben, damit man dann auch entsprechend nachvollziehen kann in der Akte später, wie das Ganze aussieht. Hier sind nochmal die Daten, wer das Ganze erstellt hat und die Vertraulichkeit ist hier hinterlegt und man kann hier auch noch einen Kommentar hinterlegen. Hier hat man noch ein bisschen mehr Platz, wenn man noch Kommentare zu dem Dokument hinterlegen kann. Auch das Kommentarfeld ist ein Feld, nach dem man in der EPA suchen kann. Also kann man hier auch sinnvolle Wörter eventuell hinterlegen, wenn man das möchte. Und die Person, die das Dokument einstellt, das ist jetzt hier mein Dr. Renus. Das war vorhin in der Arzt, das war der, den ich genannt habe, der das Ganze macht. Diese Daten werden dann entsprechend in der EPA mit angezeigt. Und danach gehe ich einfach auf Hochladen und dann wird das Dokument entsprechend in die EPA hochgeladen. Kann ich jetzt leider nicht machen. Das ganze Testsystem ist seit heute nicht mehr verfügbar. Da arbeiten die gerade dran. Deshalb kann ich das jetzt nicht live zeigen, wie das Hochladen läuft. Ich bitte dieses zu entschuldigen. Aber an sich passiert da auch nichts Wildes, weil ich gehe einfach aus diesem Dialog raus. Im Hintergrund wird dann das Dokument in die Akte hochgeladen. Während dieses Vorgangs können Sie ganz normal im Albis weiterarbeiten. Sie können auch den Patienten wechseln. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das Gleiche gilt auch für Praxisarchivbilder, die können Sie entsprechend auch anwählen und an die EPA übertragen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Jetzt haben wir die Daten in die EPA übertragen. Alles gut und schön. Und jetzt kommt der nächste Fall. Der Patient kommt zu mir in die Praxis und sagt, okay, ich war beim Facharzt und der hat mir jetzt entsprechende Dokumente in die EPA gestellt und die können Sie herunterladen. Ich habe aus Versehen das Originaldokument vergessen, das ist weg. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, warum der Patient das Dokument leider nicht mit in die Praxis nehmen konnte. Deshalb gehen Sie jetzt in die EPA und laden hier das entsprechende Dokument herunter. Da ich ja gerade gesagt habe, dass die EPA nicht live verfügbar ist, das Testsystem für mich, muss ich hier leider auf eine kleine Krücke zurückgreifen, auf ein Video. Und zwar bin ich jetzt hier in der Patientenakte. Habe hier mein Symbol für die EPA. Das ist auch entsprechend grün, weil ich Zugriff habe. Da klicke ich jetzt gleich drauf. Und dann kommt die Arztwahl. Wer macht das Ganze? Dann wird jetzt die EPA geöffnet. Und so sieht dann die entsprechende Patientenakte aus. Ich habe hier oben einen Zeitstrahl. Den kann ich mit Maus per Drag and Drop auch noch weiter einschränken, wenn ich jetzt Dokumente aus einem gewissen Bereich suche. Ich habe hier dann die Titel. Das ist der Dokumententitel, den ich hochgesetzt habe, den ich vorhin gezeigt habe, wo ich dann was reingeschrieben habe. Dann gibt es hier den Einstellungszeitpunkt, wann das Dokument in die Akte eingestellt wurde. Dies hier ist das Arztkürzel, der erste Buchstaben des Vornamens und des Nachnamens und der Erstellungszeitpunkt. Das heißt, in meinen Testbeispielen ist es immer das gleiche Datum, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Bild
von vor 3 Jahren, weil da war jetzt zum Beispiel die Knie-OP und da ist dann das Bild vom Knie, das Röntgenbild da. Wenn Sie das jetzt heute hochladen würden, wäre der Einstellzeitpunkt der 14.07.2021. Der Erstellungszeitpunkt vom Dokument wäre dann aber das Datum von vor 3 Jahren. So kann man dann auch entsprechend das bewerten, von wann ein Dokument ist. Hier sieht man dann auch nochmal das Fachgebiet. Zum Beispiel, das von einem Allgemeinmediziner hochgeladen wurde oder von einem Frauenheilkundler bzw. Geburtshilfe. Auf der rechten Seite haben Sie Schnellfiltern. Hier kann man mit einem Klick nur sich neue Dokumente anzeigen lassen. Also wir wissen, welche Dokumente Ihnen beim letzten Mal angezeigt wurden. Und über diesen Schnellfilter wird das Ganze reduziert auf nur die aktualisierten Bilder. Genauso gibt es hier Briefe und andere Dokumententypen, zum Beispiel, dass Sie nur auf Arztberichte zugreifen wollen. Dann klicken Sie darauf, dann wird die Liste entsprechend reduziert. Ich klicke jetzt hier auf Brief und jetzt sieht man, dass dann gleich hier entsprechend nur zwei Briefe da sind. Somit kann ich dann schnell nur das sehen, was mir auch wichtig ist. Wenn ich dann diese Zeile anklicke, wird das Dokument von der EPA geladen und mir dann entsprechend in einer Seitenvorschau angeschaut. Und wenn ich denke, auch der Brief ist sinnvoll, den möchte ich bei mir in der Akte haben, dann kann man hier über das Plus diesen Brief in die Akte herunterladen. Die wird dann entsprechend im Hintergrund abgelegt. Wenn ich wieder zurück will in die EPA, kann ich hier über dieses Symbol oben links auch wieder zurück in die EPA. Und jetzt springe ich hier wieder rein und kann dann weitere Dokumente begutachten oder herunterladen. Oder wenn ich jetzt keine weiteren Dokumente herunterladen möchte, schließe ich die EPA einfach über das Kreuz. Und in der Karteikarte sehe ich dann hier den entsprechenden Eintrag. Die Dokumente, die man heruntergeladen hat, heißen XEPA, also externe Dokumente aus der EPA. Und hier habe ich dann den Brief mit dem Text, wie er da auch entsprechend in der EPA stand. Also das Dokument wird dann angezeigt im Albis, auch wenn ich keine Zugriffe mehr auf die EPA habe, weil das Dokument haben Sie in Ihrem System heruntergeladen und steht Ihnen dann ab dem Zeitpunkt voll und ganz zur Verfügung. Übersuchen. Ich kann noch mal kurz in das Video reingehen. Ganz kleinen Moment. Da sind noch zwei, drei Fragen auch zur Suche. Hier oben haben Sie ein Suchenfeld und dieses Suchenfeld sucht in allen verfügbaren Spalten und auch im Kommentar. Der Kommentar, den kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, das ist im Video nicht mit hinterlegt. Der ist hier in den drei Punkten. Da kann man dann auch entsprechend noch weitere Informationen zum Dokument sehen und da ist auch dann das Kommentarfeld hinterlegt. Beziehungsweise, wenn Sie übersuchen, nach einem entsprechenden Begriff suchen, der sich im Kommentarfeld verbirgt, dann wird das Dokument auch entsprechend hier als Treffer angezeigt. Das ist eigentlich eine ganz schmucke und smarte Lösung. Die Dokumente, die Sie herunterladen, werden aktuell noch nicht im Praxisarchiv gespeichert. Das haben wir in der Kürze der Zeit nicht hinbekommen. Die werden erstmal in einer Datenbank bei uns gespeichert und wir gehen davon aus, dass wir dies in der zweiten Jahreshälfte, spätestens Anfang nächsten Jahres, wenn auch die EPA 2.0 Erweiterungen dann entsprechend kommen, dass Sie dann das Dokument ins Praxisarchiv speichern, was Sie heruntergeladen haben. Ja, damit es dann auch da alles entsprechend am richtigen Ort ist. Aktuell können Sie nur ein Dokument in der Karteikarte anwählen und hochladen. Das ist aktuell so vorgesehen. Auch diese Erweiterung, dass Sie mehrere Dokumente in der Akte anklicken können und mehrere hintereinander hochladen können, wird in der Ausbaustufe EPA 2.0 dann möglich sein. Diese Funktion bietet die Akte aktuell noch nicht, aber ich denke mal, da kann man auch mit leben, wenn man das jetzt erst nächstes Jahr kann. Das liegt nicht an uns, das liegt noch an der entsprechenden Schnittstelle. Laborwerte gehen aktuell auch noch nicht aktiv. Auch hier muss ich ein entsprechendes Dokument erstellen, in dem die Laborwerte sind, um sie dann hochzuladen. Auch hier gucken wir mal, ob wir noch eine smarte Lösung kriegen. Da warten wir aber noch ab auf ein paar Reaktionen von unseren Kunden, die dann mit der EPA arbeiten, wie man sich das in optimaler Weise vorstellen kann. Okay, wir machen mal kurz noch mit ein paar weiteren Fragen weiter, die jetzt so auch aus dem Feldtest gekommen sind und auch bei anderen Veranstaltungen, die ich hier mal so zusammengetragen habe.
Wenn ich die Zugriffsberechtigung einmal habe und in diesem ganzen Zeitraum bin, muss der Patient nicht in der Praxis sein. Er muss auch nicht seine EGK gesteckt haben, damit ich in der EPA arbeiten kann. Nur für den Zeitpunkt, wenn der Patient sagt, bitte geben Sie mir meine Akte frei und ich berechtige sie jetzt hier über das Kartenterminal in der Praxis, dann muss die EGK des Patienten gesteckt sein. Dann muss er in der, wie ich es vorhin im Video gezeigt habe, im Kartenterminal seine Bestätigung und seine PIN-Nummer eingeben und dann danach brauche ich die EGK des Patienten nicht. Natürlich kann der Patient Ihnen auch über die EPA-Dokumente zukommen lassen. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, bitte schicken Sie mir die nächsten 14 Tage jeden zweiten Tag ein Bild über Ihr Handy in die EPA von Ihrer Wunde, damit ich mir das begutachten kann, ist das natürlich möglich, weil Sie ja dann für diesen Zeitraum auch Zugriff auf die Akte haben. So kann man sich hier natürlich auch eine gewisse Dokumentations- und Kontrollvereinfachung vorstellen. Eine häufig gestellte Frage ist, ob Sie für den EPA-Zugriff eine HBA brauchen. Grundsätzlich müssen Sie, wenn Sie in der Telematik-Infrastruktur unterwegs sind, als Arzt, als Praxis einen entsprechenden EHBA haben. Um jetzt Dokumente in die EPA hochzuladen oder herunterzuladen, muss die EHBA nicht gesteckt sein. Da wird nicht signiert oder ähnliches. Das sind Dokumente, die Sie in Ihrer Praxis haben und die werden jetzt aktuell nicht separat signiert. Dafür muss nur die SMCB stecken. Die weist Sie soweit als Praxisinhaber aus und die HBA wird nicht zwingend für diese Aktionen gefordert. Sie müssen sie aber haben. Über welchen Informe Weg informieren Sie Ihre KV, dass Sie die EPA nutzen können, beziehungsweise dass Sie auch die entsprechenden Förderungen dann bekommen? Wie Sie an die Förderung kommen, müssen Sie mit Ihrer KV klären. Da gibt es entsprechende regionale Unterschiede. Wir geben in der Abrechnungsdatei mit, ob Sie Also einmal geben wir mit, dass wir als Albis-System zertifiziert sind. Dann geben wir mit, ob Sie die entsprechenden Freischaltungen eingegeben haben und das System nutzen könnten. Und es wird mitgegeben, ob das Connector-Upgrade eingespielt ist. Connector-Upgrade steht aktuell noch nicht zur Verfügung, habe ich vorhin schon mal gesagt, war auch noch mal eine Frage hier. Wir rechnen damit, dass das Ende des Monats entsprechend auch bereitsteht. Und somit weiß die KV dann über die Abrechnungsdatei, dass sie alle Komponenten haben. Eine häufige Frage, die gestellt wird, ist natürlich, was mache ich denn in meiner Anmeldung, wenn der Patient sich hier über das Kartenterminal identifizieren muss bzw. freischalten muss? Da können wir natürlich nichts machen, wenn es hier baulich bedingt nicht so einfach geht. Oder wenn ich jetzt die Sherry-Tastaturen habe, da ist natürlich extrem schwierig, hier die Sherry-Tastatur über den Tresen zu reichen, dass der Patient hier dann da seine PIN-Nummer eingibt, das ist natürlich schwierig. Hier gibt es auch Pads, die gerade in Zertifizierung sind, die man dann so als kleines Pad rüberreichen kann. Ich denke mal, da wird noch einiges an Elektronik möglich sein. Ansonsten denke ich mal, wird es ähnlich laufen müssen, können, sollen, wie es an Tankstellen zum Beispiel ist oder an Kassen im Supermarkt. Da muss das Kartenterminal so stehen, irgendwie, dass der Patient darauf zugreifen kann. Und Sie können es dann natürlich auch so nutzen, dass der Patient auch seine EGK selbstständig da reinsteckt fürs Einlesen der EGK, damit Sie dann gar nicht mehr die EGK des Patienten selber anfassen müssen. Das ist ja auch eventuell ein Vorteil, wenn man das Kartenterminal direkt so oben auf den Tresen stellt. Also auch eine häufige Frage ist, ob Sie bei allen Patienten eine EPA-Prüfung durchführen müssen. Also müssen Sie nicht. Der Patient sagt, ich habe eine oder ich habe keine. Sie müssen da jetzt nicht immer reinklicken und gucken, hat er eine oder hat er keine, weil das macht keinen Sinn. Ich als Patient, wenn ich eine EPA habe, würde dann schon auf Sie zukommen und sagen, ich habe eine EPA und bitte, ich habe Ihnen Zugriff gewährt oder Sie sollen Daten da reinschreiben. Da denke ich mal, sollte der Druck eher vom Patienten kommen. Privatpatienten haben grundsätzlich eigentlich keine EPA, weil sie nicht in der Telematik-Infrastruktur unterwegs sind und keine EGK haben. Dieses soll im Laufe der nächsten Jahre auch möglich sein, dass auch die Privatversicherten hiermit
entsprechend teilnehmen können, aber das geht im Moment nicht. Auch eine Frage, die häufiger kommt, ob eine Privatpraxis auf die EPA zugreifen kann. Das ist auch nicht möglich, weil eine Privatpraxis in der Regel gar nicht in der Telematikinfrastruktur angebunden ist. Dementsprechend können Sie auch nicht auf die Komponenten zugreifen. Noch eine wichtige Frage, weil ja auch hier viele Praxen ja schon das EPA-Paket bei uns bestellt haben und Ähnliches. Der Einzug der Softwarepflegegebühr von uns wird erst erfolgen, wenn Sie alle Komponenten haben. Ja, also auch für die, die es schon vor 3, 4, 5 Monaten bestellt haben, die zahlen aktuell noch keine Softwarepflege. Erst wenn alle Komponenten bei Ihnen vor Ort sind oder Ihnen zur Verfügung gestellt werden, wird dann auch die Softwarepflege für die elektronische Patientenakte entsprechend fällig. Eine weitere Frage ist, wenn ich mit dem Medikationsplan arbeite, den BMP bzw. EMP in diesem Falle, dann habe ich ja einen EMP vor Ort bei mir in der Praxis und eventuell hat der Patient durch einen anderen Arzt einen aktualisierten EMP in der Akte stehen. Dann kann ich diesen neuen, den aktuelleren EMP, dem Medikationsplan entsprechend herunterladen in mein Albis und dann kann ich den neuen Plan mit meinem jetzigen Plan zusammenführen. Da gibt es dann einen entsprechenden Dialog, wo ich dann diese beiden Dokumente zusammenbinden kann. Das ist so, als wenn ich jetzt mit einer Einlesepistole, sag ich jetzt diese Barcode-Leser, einen fremden Plan einscanne. Genau dasselbe wird dann hier entsprechend verwendet, sodass man dann auch hier deutlich einfacher in Zukunft mit dem EMP arbeiten kann. Ich habe schon mehrfach erzählt, dass wir ab 2022 eine weitere Stufe der elektronischen Patientenakte bekommen, die EPA 2.0. Was passiert hier? Was haben wir hier für Änderungen? Einmal, der Patient kann für einzelne Dokumente in der EPA Berechtigungen geben. Aktuell ist es ja immer nur alle Patientendokumente, alle Arztdokumente. In Zukunft kann er sagen, okay, dieses Dokument darf jetzt ein Arzt eventuell nicht sehen. Dann werden weitere Dokumententypen in 2022 verfügbar sein. Einmal ein Zahnbonusheft wird es online dann geben, das E-Untersuchungsheft für Kinder, der E-Mutterpass und der E-Impfausweis. Auch das wird dann alles digital in der EPA bereitstehen können, sodass Sie dann die Daten immer aktualisiert auf dem letzten Stand haben und man nicht mehr hier mit Papieren arbeiten muss. Die EPA bietet damit also einen Überblick auf die Gesundheitsdaten des Patienten und soll Transparenz über die Behandlungsabläufe bieten, um beispielsweise Doppeluntersuchungen vermeiden. Einmal zur Förderung. Für die EPA, für das Upgrade des Connectors, bekommen Sie eine Förderung von 400 Euro, die dann aber auch dann nachher für das Connector-Upgrade Ihnen abgezogen wird, sofern das entsprechend zur Verfügung steht, läuft das entsprechend soweit als Posten bei Ihnen dann durch. Für die PVS-Anpassungen bekommen Sie einmal auch eine Vergütung von 150 Euro. Und für die laufenden Beiträge für den Connectorbetrieb werden hier entsprechend auch mit 4,50 € je Quartal noch erhöht. Die Frage kam auch schon mehrfach, das notwendige Firmware-Upgrade der CocoBox, wenn Sie die von uns haben, wird nach der Zulassung durch die Gematik, wo wir, denke ich mal, in diesem Monat mit rechnen, entsprechend bereitgestellt. Die Installation dieses Upgrades müssen Sie dann aber nochmal selber durchführen. Über das Coco Service Tool zum Beispiel. Das erreichen Sie im Albis über externen EGK, da ist dann Coco Service Tool. Oder Sie fragen Ihren Vertriebs- und Servicepartner, dass der das entsprechend einspielt. Das ist genauso wie beim letzten Mal, wo es vor 1,5 Jahren das letzte größere Update für die Coco Box gab. Wenn Sie die EPA füllen, bekommen Sie dafür auch Geld. Für die Erstbefüllung, das heißt, wenn die EPA noch leer ist und Sie Daten aus Ihrem Albis in die EPA reinschreiben, bekommen Sie 10 Euro pro Patient. Welche Ziffer das ist, wird gerade noch verhandelt. Da gibt es noch keine entsprechende festgelegte EBM-Ziffer. Wenn Sie Daten später in die EPA senden, können Sie hier die 01647 abrechnen. Und das geht nur einmal im Quartal, wenn Sie entsprechend hier Daten während eines Arzt-Patienten-Kontaktes hochladen.
Und das geht natürlich nicht zusammen mit der Erstbefüllungspauschale. Das wäre dann in den Folgequartalen abzurechnen. Dann gibt es noch die neue Ziffer, oder die Ziffer 01431. Das ist eine Zusatzpauschale, die Sie hier nutzen können, wenn Sie jetzt dann während des laufenden Quartals neue Befundberichte in die Akte hochladen möchten, dann können Sie diese Ziffer ansetzen und das geht maximal viermal im Quartal, im Arztfall entsprechend. Nochmal der Hinweis für die, die noch keine EPA haben: Wie kommen Sie an die EPA? Wenden Sie sich an Ihren zuständigen CGM Albis Vertriebs- und Servicepartner oder wir haben auch im Anschluss an diesem Webinar ein, kommt ja die, unser Feedbackbogen und hier gibt es auch noch ein Punkt, wo Sie ankreuzen können, bitte schicken Sie mir das Bestellformular zu, dann würden wir Ihnen das später über die Mail dann entsprechend zur Verfügung schicken. Hier dann nochmal die Info, das EPA Plus Paket, was wir Ihnen hier ans Herz legen, ist dann alles, was in der EPA, was Sie jetzt hier nutzen können, nämlich den E-Arztbrief, das E-Rezept kommt ja auch zum 1. Januar. Die EPA ist da drin, die EAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsuntersuchung, das nicht Untersuchung, sondern die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die zum 1.10. kommt. Das ist da alles mit inkludiert, genauso wie die KIM-Schnittstelle und die entsprechenden Funktionen, die damit hinterlegt sind, können Sie hier dann entsprechend bestellen. Ich gehe jetzt mal auf die Fragen. Hier ist noch eine spannende Frage. Kann der Patient hochgeladene Dokumente löschen? Ja, der Patient kann Dokumente löschen in seiner elektronischen Patientenakte. Genauso wie er jetzt einen E-Arztbrief oder einen Brief, den Sie dem Patienten mitgeben, für den Kollegen entsprechend auch zu Hause in den Papierkorb oder ähnliches werfen kann, hat er auch hier die Möglichkeit, die Daten online zu löschen. Die Dokumententypen, die Sie aktuell hochladen können, sind Briefe und E-Arztbriefe, Bilder, also Praxisarchivbilder. Weitere Dokumententypen, die Formulare oder ähnliches, können aktuell noch nicht hochgeladen werden. Ich denke mal, da wird es in Zukunft weitere Spezifikationserweiterungen seitens der Gematik geben, damit dann auch solche Daten dann entsprechend hochgeladen werden. Die nächste Online-Schulung, das nächste Webseminar bieten wir am 11.8. an um 15 Uhr. Hier stellen wir Ihnen das CGM Smart Update vor. Dazu sind Sie herzlich eingeladen, sich hier zu registrieren und uns zuzuhören. Dann sind wir natürlich auf Facebook vertreten. Hier sind auch immer Informationen zu den Videos, dass das bereitsteht, enthalten. Und natürlich auch entsprechend auf Instagram sind wir vertreten unter CGM Albis. Falls Sie mal eine Schulung verpasst haben, wir zeichnen ja die Schulung in der Regel auf, stellen wir die bereit einmal auch auf der Community unter albis-community.de im Bereich Blogs. Natürlich auf YouTube, hier in unserem Kanal CGM Albis. Da sind Sie natürlich auch recht herzlich eingeladen, uns zu liken und zu folgen, damit Sie immer up to date sind. Dann haben wir im Albis, direkt im Albis unter Fragezeichen Infoseiten, links einen Bereich, der heißt Online-Schulung. Und hier kann man Themenbereiche suchen und von dort aus direkt auf die YouTube-Seite wechseln, um dort sich das Video anzuschauen. Sind Sie auch herzlich eingeladen, hier reinzuschauen. Hier sind zum Beispiel auch Anfänger Videos, also für jetzt Auszubildende, die jetzt demnächst wieder in die Praxis kommen, damit die dann sich mal die Grundkenntnisse oder die Grundschulung Albis mal anschauen können, damit man mal weiß, was ist Albis, was macht man hier, wie stellt man ein Rezept aus, wie stelle ich einen Brief aus, solche Sachen sind da hinterlegt, sparen einem vielleicht ein bisschen Einarbeitungszeit in der Praxis. Dann vorhin schon kurz erwähnt die Albis Community, die erreichen Sie über albis-community.de, hier können sich Ärzte und MFA entsprechend austauschen. Ersetzt nicht die Hotline. Hier gibt es dann immer Fragen und Antworten. Sind Sie herzlich eingeladen, hier kostenlos sich zu beteiligen. Auf unseren Albis Newsletter möchte ich einmal hinweisen. Sie können sich auf unserer Homepage www.cgm.com/albis für unseren Newsletter registrieren. Hier geben wir regelmäßig Informationen raus zu aktuellen Themen. Können sich gerne entsprechend anmelden. Das war es soweit. Wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.